Ja, wir müssen mal hier runter gucken, was hier so ist. Da unten ist eine Höhle. Da unten sieht der Redstone. Das da müsste Redstone sein. Glowstone sehe ich auch, da unten links. Und ansonsten sehe ich hier relativ wenig, bis gar nichts. Komme ich hier runter unbeschadet? Ich hoffe mal. Keine Lava in Sicht. Oh, Glowstone. Wenn das schon mal so schön ist, dann kann man das auch gleich mitnehmen. So, die können jetzt nicht aus allzu vielen Richtungen kommen, da die alten Mistviecher. Da jetzt gerade, das war wieder Nether Iron Ore, das ist auch sehr gut. Nehmen wir doch mal hier ein bisschen von dem Mist wieder mit hier. Das müsste Kupfer sein, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ja, Nether Copper Ore haben wir hier. Ist auch immer sehr schön. Dann haben wir ja hier eine kleine Rohstofftour im Nether, ist ja auch mal wieder nett. So, ich will eigentlich hier weiter nach Osten. Wo ich erstmal nicht weiter rankomme, weil hier unten ein riesiger, verdammter Lavasee ist. Dann werde ich mich jetzt aber in diese Richtung arbeiten. Und mal gucken, wo wir da dann so hinkommen. Zum Glück kommen wir jederzeit wieder zurück. Geht hier gerade ziemlich geradeaus. Wenn wir voll sind, werden wir sowieso wieder zurück müssen. Davon mal ganz ab. Sind schon wieder irgendwelche Viecher da oben am rum. Ja, den hat er nicht mehr erwischt gehabt. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier durch und gucken mal, was wir hier so. Vielleicht treffen wir auch noch auf das ein oder. Das wäre fast schief gegangen. Aha, wir sind also in einer. Oh, netter Lapis. Meiner. Da ging es nicht runter, okay. Na, ein bisschen was haben wir hier noch am Platz. Ich muss in diese Richtung. Wollte ich. Ich will ja im Endeffekt weiter nach Osten. Ich bin ja eben nur nach Süden ausgewichen, weil ich nach Osten nicht weiter konnte. Eieieiei. Noch mehr Lapis. Ja, richtet euch nicht auf, ist meiner. Schon wieder vorbei. Da ist Nether Eisen wieder. Möchte ich auch rausnehmen hier. Raus und mitnehmen möchte ich das. Bumm. Nein, doch nicht. Gut, dann gehen wir jetzt auf dieser Ebene weiter nach Osten. Da ging es runter. Da ging es auch wieder runter. Okay, hier sind wir. Ist alles so dunkel hier. Ihr seht auch nicht allzu viel, habe ich das dumme Gefühl. Aber das wird heute eh nur eine Rohstofftour werden. Also Kupfer und Eisen finde ich hier gerade wie ein großer. Aber ansonsten, ja. Nichts, was man gefahrlos abbauen könnte, ohne dass einem hier gleich wieder die halbe Bagage am Hals hängt. Das ist aber auch sehr. Naja, was soll man machen? Ist das Zinn hier? Also ich weiß, dass es definitiv gerade kein Eisen ist. Deckung. Ja, da ist er explodiert, sagt er. Was haben wir denn hier? Nether Coal haben wir. Wow. Was haben wir denn? Zinn haben wir 46, meine Güte. Gold haben wir etwas gefunden. Kohle haben wir gefunden. Das ist ja schon mal recht nett. Wühlen wir uns mal weiter durchs Gebälk. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Ich hätte mal ein Feuerzeug mitnehmen sollen vielleicht. Wäre auch nicht schlecht gewesen. Hier haben wir jetzt noch ein bisschen was an anderem Kram. Das ist bestimmt wieder Nether Kohle, was wir hier gerade rausnehmen.
Hevel. Die Synchronsprecher von diesen Zombies müssen ja auch einen Wahnsinn Spaß gehabt haben. So, und hier geht das runter, wie es gerade scheint. Hallo? Kein Gas da? Okay, dann wage ich mal den Abstieg. Hier ist Seelensand. Ist auch sehr gut. Ich würde mich jetzt gerne mal einmal in die Höhe arbeiten. Einfach nur mal, um zu sehen, wo ich hier gerade bin. Da haben wir wieder Nether Redstone und ich habe immer noch keine verdammte Nether-Festung gefunden. Das ist doof. Jetzt baue ich erstmal den Redstone ab hier. Ist hier einer, der was gerade von mir will? Nein, die kommen alle nicht zu mir hin. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Eieieiei. Wow, 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 wow. Jetzt ist aber mal gut hier. Das müsste wieder gerade Gold gewesen sein. Ja, jawohl, da war wieder Gold dabei. Das ist auch wieder Gold, sieht er? Dann mache ich hier erstmal Licht aus. Und versuche mich hier wieder hoch zu manövrieren. So eine Nether-Touren können wir gerne öfter machen hier. Das ist immer wieder spannende Sache. Das da unten? Ist das wieder Eisen? Könnte sein. Das scheint mir wieder Gold zu sein. Alter, hier ist ja richtig was los. Jetzt mal Licht aus und dann gucken wir mal, was wir jetzt hier so finden. Das ist Kohle, die nehme ich jetzt erstmal gerade nicht mit. Ich versuche jetzt erstmal die Metalle mitzunehmen, die ich jetzt hier kriegen kann. Ja, der ist leider doch noch hochgegangen. Aber erstmal schön freigesprengt hier. Das ist ja auch sehr schön. So, wo seid ihr Schweine jetzt hier? Schweine im Weltall. Hallo? Kanada? Kanada. Die sind irgendwo weiter oben. Die stehen irgendwo über mir und finden den Weg nicht. Die alte Bande. So, jetzt könnten sie mich vielleicht gleich erwischen hier. Mal gucken. Da unten ist auch Krams. Hätte mir echt ein leeres Buch mitnehmen sollen. Komme ich hier runter, ohne dass ich hier gleich kaputt fliege. Abstürze wollte sagen. Uah. Genau das hat er sich nämlich gerade gedacht. Warten wir mal kurz, dass wir hier noch ein bisschen den Hunger wieder loswerden. So viel Material in der Wände. Und auch so viele Gegner, die hier rumstehen. Das ist ein bisschen schlecht. Ich glaube, ich lege mich erstmal mit den hier an. Und zwar werde ich das machen, indem ich mir was reingrabe und mir dann den ersten anlocke. So, hier können sie mich dann nämlich nicht so erwischen. Hoffe ich. Ne, das mache ich nicht. Das sind mir doch zu viele. Ich habe Angst. Nein, ich habe Angst. Aber Seelensand, den können wir noch einpacken hier. Dann nehme ich gerne auch noch ein bisschen was von mit. Man weiß auch bei den Viechern immer nicht, sind die jetzt aggressiv, sind sie es jetzt nicht. Es ist immer so ein Glücksspiel ist das immer hier. Nur noch ein bisschen hiervon mit und dann gehen wir wieder zurück. So. Dann nehmen wir das hier noch alles raus. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Wege. Und hier vorher markieren wir uns das hier nochmal. Nein, das war C, genau. Zwischenstation 3 nennen wir das Ganze mal. Dann sind wir jetzt nämlich hier. Und ab in die Overworld. Und schon haben wir wieder einiges hier mitgebracht an schicken Sachen, die das Leben schöner machen. Oder wie war das noch?
Voll bepackt, schöne Sachen, die das Leben toller machen. Hinein ins Weekend Feeling. Na, welche Werbung war das noch? Pulverized Iron? Was ist denn hier kaputt? Hallo? Wie jetzt? Was war denn nun los? Hä? Muss ich das jetzt verstehen, warum hier der Kram in der Gegend rumliegt? Ist das hier irgendwie... Nee, das kann nicht sein. Das kann auch nicht sein. Da ist was drinne. Kartoffeln schmeiße ich auch nochmal rein. Also warum das jetzt hier gerade in der Gegend rumlag, ich werde es wahrscheinlich nie erfahren. Naja, was soll's. Gut, dann sehen wir mal zu, dass wir hier erstmal nochmal ein bisschen was reinkriegen. So, und das Ding machen wir auch mal voll. Dann sind wir den ganzen Netherstone jetzt schon mal wieder los. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, was packe ich wo rein? Nether Gold Ore. Gucken wir mal eben. Das ist was für... Für den Macerator. Okay, dann kommt das in den Macerator. Da ist der Macerator. Gold. Gut, dann haben wir die Kohle. Ich meine, die kam hier auch rein. Pulverizer. Macerator, da kommt sie auch rein. Die Kohle, alles klar. Dann haben wir das Netherlapis. Was haben wir da denn wieder so? Ich muss mir das, irgendwann muss ich mir das mal alles aufschreiben hier, was man wo reinpackt. Macerator. Oder Pulverizer. Das würde ich gerne in den Pulverizer schmeißen. So, dann haben wir hier noch das jute Nether Zinnerz. Was haben wir da? Ich denke mal, das wird auch in... Ja, es wird auch in die Macerator wandern, auf jeden Fall. Nether Redstone. Was haben wir da so Schickes? Pulverizer. Ja, das kommt auch in den Pulverizer, kommt das Zeug. Pulverizer. Das ist doch der Pulverizer, oder? Das ist der Pulverizer. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwelche falschen Fehler mache. So, und das andere müsste, glaube ich, wieder in den Macy kommen. Nether Iron Ore. Jo, Macy. Und das müsste auch der Macy sein hier. Macy, genau. Das packen wir da mal hinzu. Dann kann er jetzt hier flinke Füße machen und dann ist auch gut. Ja, da kommt jetzt ordentlich was an. Gold, Iron, Lead. Noch mehr Iron. Gut. Und mir ist übrigens eine kleine Möglichkeit eingefallen, wie wir die Tiefe unseres Quarries rauskriegen können, ohne jedes Mal gleich zu ersaufen. Das werde ich jetzt gleich mal machen und dann seht ihr, dass ich eigentlich letztes Mal rechtlich blöde war und dass wir das jetzt erstmal dann so machen. Was ist da jetzt? Das, die Kohle wird er jetzt hoffentlich ins Gelbe geben, oder? Ja, Kohle und Redstone bringt er ins Gelbe. Gold Dust, Zinn, Copper und Iron bringt er dahin. Eigentlich müsste das jetzt eigentlich laufen. Mal Gold, Zinn, Iron, Copper. Und hier habe ich jetzt drin Copper, Iron, Copper, Zinn und Gold. Okay, passt. Können wir also so lassen. So, für meinen kleinen Trick, den ich hier gleich probieren möchte, brauche ich nämlich erstmal Holz. Da braucht er Holz. Hoffentlich hat er noch Holz. Er denkt, er hat Holz und bisher denkt er falsch. Achso, hier haben wir noch was, das wieder weg kann. Ihn hier zum Beispiel, ihn und das und das und das und das und das. Das kann erstmal alles wäsch und jetzt stecke ich hier irgendwo fest und komme nicht mehr raus. So, was er braucht ist Holz und da hat er Holz und er hat sogar Stöcke, die brauche ich nämlich eigentlich. So, dann wollen wir mal gucken jetzt gehen hier, weil da gibt es nämlich diesen schönen Trick, den Tricksigen.